liebe Freunde, ihr müsst einfach mal ein bisschen neidisch sein. Ihr habt Gelegenheit für frenetischen Beifall, wenn ich die Preisträger bekannt gebe. Vorher müsst ihr ganz still sein. Einfach nur zuhören. Also ich heiße Peter Gerster, bin einer der Juroren, aber eben nur einer. Es ist ein Trio gewesen von einer Keramikermeisterin, von Barbara Ehrengruber. Barbara Ehrengruber, wo bist du? Das ist die Dame, die ebenfalls mitgewirkt hat. Ehrengruber, Keramikermeisterin, hat vorher noch nie gedrechselt. Und genau das ist sicherlich die Absicht gewesen, sie zu berufen in dieses Gremium. Sie hat einen Blick, den wir nicht hatten. Wir, das ist außerdem noch der Rolf Steinert. Rolf, steht auch bitte mal auf. Rolf Steinert. Der Seniorchef einer nicht unbekannten Firma aus dem Erzgebirge. Wurde die Idee, die dahinter steht, mit 10 Punkten die Funktionalität des Objektes, mit 15 Punkten die Form und die Gestaltung, also das, was man Design nennt. Mit 10 Punkten die Schwierigkeit, die technische und andere Schwierigkeiten, die sich aus dem Material ergeben. Die handwerkliche Ausführung wurde mit 25 Punkten bewertet, also zwar jeweils maximal natürlich. Die Oberfläche wurde mit maximal 15 Punkten honoriert. Materialauswahl und Gesamteindruck, also die Anmutung des Objektes, konnte maximal 10 Punkte erreichen. Und wenn man alles zusammenzählt, waren eben 100 Punkte möglich. Den Job, den wir drei gemacht haben, war ziemlich anstrengend, ne? Ja. Wir haben uns Mühe gegeben. Wieder ein bisschen ruhiger. Wir haben 3 Gruppen. Anfänger, Geübte und Könner. Wir haben Profis bewusst nicht genannt. Und jeder hat sich selber einsortiert. Fange ich mal mit den Anfängern an. Und das Tolle daran ist, dass die beiden ersten Preisträger Frauen sind. Das sagt jemand, der sich im Forum gelegentlich als Frauenversteher und Frauenbeauftragter versteht. Also ich bin der geborene Feminist. Ich meine es aber auch ernst. Ich arbeite ja auch in meiner Werkstatt gelegentlich mit Frauen zusammen an den Drechselbänken und die sind einfach besser. Die Männer haben nur eines voraus, nämlich die Kraft. Das andere fehlt gelegentlich. So, also, jetzt wollt ihr wissen, wie das weitergeht. Ich bitte Silvia Hammer mal nach oben zu kommen. Also die Silvia Hammacher hat mit 233 Punkten von insgesamt 300 möglichen den ersten Platz gemacht mit einer Nussbaumschale. Am besten ist, du zeigst sie mal selber. Ulrike Adelt. Wo ist sie? Ulrike, komm, hoch. Oh,
habe ich dir das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-teilige Drechselset von der Firma Schulte überreicht. Also es macht einfach glücklich, wenn man es auch glücklich machen kann. Nicht? Das ist jetzt fröhlich. Ja. Ich auch. So, und hier haben wir die zweite Preisträgerin. Sind alle bestellt oder haben sie eins über? Ulrike Adelt. Habe ich so dabei. Ulrike Adelt hat ein Gefäß gemacht, was sie jetzt in den Händen hält und hoffentlich ganz stolz, ganz hoch hält und dreht es mal ganz langsam, damit man sieht, welche Besonderheit. Viel Mühe gegeben hat. Es ist ein ziemlich großer Mann. Ich kenne ihn zufälligerweise und ich habe mal an seiner Maschine gestanden. Er arbeitet an einer VW 36 und ich habe es dann aufgegeben, da ich höher konnte. Ja, den dritten Preis hat Thomas Bildner gemacht. Thomas Bildner, komm mal hoch. Bevor wir die Schale zeigen, erzähl mal bitte, was mit dir los ist. Mich hat der Virus gepackt des Drechselns. Vor 3 Jahren bei Peter Gerste und seitdem hat er mich supermäßig betreut, sodass ich sogar hier oben stehen darf. Hat mich allerdings total überrascht. Das ist eine extrem dickwandige Schale, die sofort, soweit ich mich erinnere, die Zuneigung der Keramikerin fand, die eine ganz feine Oberfläche und folglich im Zusammenhang mit dem Gewicht eine große Bedeutung. Also sie liegt richtig schwer in der Hand und hat auch eine Geschichte, wenn man genau hineinschaut. Und ich finde auch, dass dort ganz bemerkenswerte Arbeiten vorgestellt wurden. Bei den Geübten belegt den ersten Platz mit 267 Punkten. Ihr merkt also, jetzt wird die Punktzahl auch immer höher. Ein Mann, der heißt Bruno mit Nachnamen Löhr. Bruno Löhr. Zeitbild aus einem Holz, was ich zumindest sehr schätze. Nicht nur, weil man daraus einen vorzüglichen Schnaps machen kann, sondern weil es auch besonders charaktervoll ist. Und einzigartig, es ist Quitte. So, und jetzt guckt euch mal das Werk an. Das ist hier oben. Tatsächlich ist der Baum aber so gewachsen. Bekannt ist ja bei der Quitte, dass sie sehr spannrückig ist. Und der Bruno, und das war auch ausschlaggebend, hier, bitte. War ausschlaggebend für das Urteil der Jury, hat gewissermaßen, vermuten wir, wahrgenommen, was der Baum gesagt hat. Hat Erich Faltenmeier gemacht. Erich Faltenmeier. Könnern hat jemand gemacht, der aus dem Nachbarland kommt, der offensichtlich auch eine Beziehung zu den Alpen hat und zum Matterhorn. Und so heißt auch das Objekt, es nennt sich Hohlgefäß Matterhorn und ist hergestellt worden vom André Müller. Endo. Aber von dir, erwarten wir von dir, dass du die mal in die Hand nimmst
Und dann gibst du sie dem Martin, hältst du einmal hoch und jetzt erklärst du mal ganz langsam und vielleicht auch etwas in Hochdeutsch. Die Hintergründe dieser Schale, wie sie entstanden, aus welchem Haus, Holz, wo kommt das Holz her? Das ist natürlich eine riesige Geschichte, weil ich bin absoluter Holzfan, das wissen sehr viele. Ich sammle seit Jahren diverse Hölzer und dieses Stück ist absolut einmalig, weil es ist in Burgdorf gewachsen, beim Schützenhaus. Burgdorf ist in der Nähe von Bern, Kanton Bern und an der Emme. Und dieser Schwarznuss, der sollte gehackt werden. Der war 1,10 Meter Durchmesser. Das war absolut unglaublich. Und ich habe dieses Holz gesehen, wusste zuerst nicht, was es war, weil Schwarznuss kennt man ja eigentlich nicht so. Das ist absolut untypisch und so ein Durchmesser. Habe ich zuerst gedacht, das ist Pappel oder sowas, ne? Und die Farbe, so violett, unglaublich, die Farbe kann ich nicht, konnte das Holz zuerst 2 Wochen lang nicht identifizieren. Und dann habe ich ein Stückchen abgeschnitten, in meine Werkstatt genommen, habe ich mal den Geruch festgestellt, am nächsten Tag so wahnsinnig stark nach Nussbaum, sowas Intensives, muss ich sagen, kann nur Nussbaum sein, aber ich wusste nicht welchen. Man muss sich mal alle Hebel in Bewegung setzen und feststellen, es gibt nur eine Lösung. Entweder Flatternuss oder Schwarznuss. Denn Walnuss kenne ich, Flatternuss ist so selten und Schwarznuss muss es dann einfach sein. Und schlussendlich hat sich herausgestellt, dass es wirklich Schwarznuss war und ich konnte die ganze Geschichte dieses Baumes dann zurückverfolgen und habe herausgefunden, dass sie in Burgdorf gestanden ist. Das ist ein Nachbardorf von mir, weil ich wohne in Nutzensdorf. Und die musste gefällt werden, weil sie war zweigiebelig. Das war ein Stamm, der war nur kurz, etwas so kurz und hat sich geteilt. Und der Schnee hat die eine Seite runtergedrückt. Deshalb musste der dann gefällt werden. Und weil ich Beziehungen habe zu den Stadtgärten in Bern, konnte ich diesen Stamm dann erwerben, zu sehr, sehr günstigen Tarifen. Ursprünglich ist es so, ich wollte eigentlich ein zylindrisches Hohlgefäß machen mit 1,10 Meter Höhe. Ursprünglich. Das Problem ist nur, der hat ein Markriss gehabt, der war zu lang, um das Hohlgefäß in einem Stück dann zu drechseln. Und dann habe ich mich entschieden, dieses Hohlgefäß zu machen aus dem halben Stamm. Quer raus vom Mark, was ein bisschen speziell ist, weil man so nicht so Hohlgefäße macht mit dieser Art, weil die macht man eigentlich aus dem Stamm rund und das Mark in der Mitte. Und deshalb hat sie sich auch so sehr intensiv und schön verzogen. Man sieht es dann ganz schön, weil die Breite zu der Länge ist wahnsinnig, wie sie sich verzogen hat. Das ist einfach super geworden. Und dann schlussendlich, als ich sie poliert habe, kam zum absoluten Hammer noch dieses wunderschöne Detail hervor, der Maserung. Und das hat wirklich, sieht wirklich 1A aus wie das Matterhorn. Das ist wirklich unglaublich. Als zweiter Effekt hat es noch diesen Ast drin gehabt, den ich so einarbeiten konnte mit dieser wunderschönen Riegelung da. Also ich denke, einmal heftigen Applaus. Es handelt sich um eine Eschenschale. Und die Jury meinte, dass durch die Strukturierung des Randes eine ganz reizvolle haptische Wirkung entsteht. Und
ist der Auffassung, dass wenn ihr euch sie insgesamt mal betrachtet, Material kommt auch aus Norwegen, hat aber die deutsche Staatsangehörigkeit wahrscheinlich, was wir dann vielleicht selber noch erzählen. Norweger, komm mal hoch. Der heißt mit richtigem Namen Reinhold Konrad. So. Also, ihr habt gemerkt, das Adjektiv international haben wir berechtigt geführt. Genau das ist sein Werk. Er hat dem Werk den Titel Landung gegeben. Und wenn du noch weiter nach vorne kommst, dann sehen das noch mehr. Und während ich das Mikrofon von dem Mund halte, kannst du ja mal erzählen, warum du das so und nicht anders gemacht hast. Tja, die Idee zum ganzen Stück kam eigentlich durch ein Bild, das ich mal gesehen habe, das ein Seevogel darstellte, der nach einem Fisch getaucht ist. Und ich habe das Bild gesehen und habe mir gedacht, das kann man auch drehen. Und ja, das habe ich dann gemacht. Mit einem heimischen, mit einem heimischen Produkt, mit Käsekörben.